Starke Frau an meiner Seite, Massimo schwärmt von Julia. Für dieses Duo läuft es richtig gut bei Let's Dance. Julia Dietze, 37, fegt gemeinsam mit Profi Massimo Sinato mit Akut, 37, über das TV-Parkett und so langsam fegen die beiden auch die Jury von den Stühlen. In der letzten Folge der Tanzshow holten und für ihren Contemporary die Höchstpunktzahl 30. Für Tanzexperte Massimo ist das vor allem auch ein Verdienst von Schauspielerin Julia. Im Interview mit Promiflas schwärmte er von seiner Promi-Partnerin. Der Halbitaliener kam nach der letzten Show im Gespräch mit Promiflas aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Ich habe eine großartige Schülerin. Das war gigantisch heute, sagte er emotionsgeladen. Für die Fuck You Goethe 3 Darstellerin hatte fand er warmherzige Worte. Ich finde es auch ganz wichtig, unser Land braucht starke Frauen und ich habe eine starke Frau an meiner Seite. Ich liebe es, als Künstler mit einer starken Frau aufzutreten. Die Worte rührten seine Kollegin sehr. Auch konnte im Interview nur Positives über ihren Mentor berichten. Ich habe einen großartigen Lehrer. Ich merke auch, wie mein Vertrauen wächst, für Hebefiguren und sich fallen zu lassen und so weiter. Bei diesem eingespielten Team kann man sich in der nächsten Episode sicher wieder auf eine Hammer-Performance freuen.